Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und willkommen zu diesem kurzen Ankündigungsvideo. Und zwar möchte ich euch verkünden, dass jetzt bald bei mir auf dem Kanal Jurassic Battle 2.0 startet. Das heißt, es geht wieder in die Dinosaurierkämpfe in Jurassic World Evolution. Und ihr könnt daran teilhaben und mit etwas Glück könnt ihr sogar was gewinnen. Und wie das Ganze und sowas funktioniert, das werde ich euch in diesem Video ein bisschen erklären. Kommen wir erstmal zu der Kampfverteilung und zu den Kämpfen an sich. Also, es wird nicht wieder ein 1 gegen 1 geben, weil das finde ich immer ein bisschen langweilig. Da kriegt man so wenig Variation rein, weil die Kämpfe in Jurassic World Evolution sind ja an sich immer ziemlich gleich vom Ablauf her und es gewinnen eigentlich immer die gleichen Dinosaurier, wenn man 1 gegen 1 kämpft. Deswegen mache ich jeweils immer 1 gegen 1 gegen 1, das heißt Triple Threat heißt es, glaube ich, im Wrestling, Matches, und ich denke mal, dadurch wird das Ganze etwas spannender werden. Wir werden natürlich wieder die Dinosaurier, die gegeneinander antreten, auslosen. Das heißt, das wird alles etwas random sein. Wie wir das Ganze auslosen, das werdet ihr am Ende dieses Videos noch sehen, weil wir werden in diesem Video noch die ersten drei Kandidaten schon auslosen für den ersten Kampf. Und dann erkläre ich euch auch, wie ihr hier an diesem Projekt dann teilnehmen könnt und sowas. Im Hintergrund seht ihr jetzt die Tabelle, wie das Ganze ablaufen wird. Da seht ihr oben links, da ist die erste Begegnung, drei gegeneinander. Und darunter ist die nächste Begegnung und dann die dritte Begegnung. Und aus diesen drei Begegnungen haben wir dann drei Gewinner, die dann wieder im Halbfinale gegeneinander antreten. Und der Gewinner von diesem Duell kommt dann logischerweise ins Finale. Das Ganze wiederholt sich auf der anderen Seite einfach gespiegelt nochmal. Und dann haben wir sozusagen zwei Finalisten und den dritten Finalisten. Damit wir auch im Finale ein 1 gegen 1 gegen 1 haben, den ermitteln wir durch ein Loser Battle Royale. Und da werden nochmal alle, die verloren haben, in einem großen Kampf gegeneinander antreten, und der Gewinner von diesem Battle Royale, der kriegt dann noch eine Chance auf das Finale und somit auf den Sieg. Und ich denke, das ist eine ganz spannende Lösung und mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Und wie gesagt, ihr könnt auch daran teilhaben, aber das erkläre ich euch gleich. Wir losen jetzt erstmal die ersten drei Dinosaurier für unser Jurassic Battle 2.0 aus. So, ich befinde mich im Tabletop Simulator und ich habe ja da schon mal für unser Battle Royale Karten vorbereitet zum Auslosen. In einem Livestream habe ich die schon mal benutzt. Kennen also vielleicht einige von euch. Allerdings werden wir nicht alle Karten verwenden. Das sind hier insgesamt alle 56, sind es, glaube ich, Dinosaurier von Jurassic World Evolution. Aber es werden einige aussortiert werden. Und beim Auslosen werden wir gleich auch etwas anders vorgehen. Aber ich erkläre euch das erstmal. Also, welche ausgemustert werden, also nicht im Jurassic Battle 2.0 teilnehmen, sind einmal die großen Dinosaurier. Die seht ihr einmal hier, ich muss jetzt ja nicht alle durchgehen, aber das ist hier auf jeden Fall der Stapel. Die nehmen nicht teil, weil die kann so gut wie keine erlegen, dagegen kämpft so gut wie keine, außer der Indominus Rex. Und deswegen scheiden die schlichtweg aus, weil wir wollen ja hier Sieger ermitteln und auch spannende Kämpfe haben. Ist zwar schade, aber ja, so ist das halt, ne? Dann scheiden unter anderem noch aus kleine Fleischfresser. Haben auch den Sinn, kämpfen gegen viele große andere Dinosaurier nicht und gegen große Fleischfresser und sowas. Deswegen scheiden auch diese leider aus, auch wenn die echt cool sind. Das sind hier diese vier. Bei dem Spinoraptor, da war ich mir tatsächlich unsicher, ob der gegen die Großen und sowas kämpft. Ich habe den einfach mal vorsorglich drin gelassen. Leider sind die damit auch aus unserem Jurassic Battle raus. Und dann habe ich hier noch Pflanzenfresser, die nicht wirklich zurückkämpfen, sondern einfach nur Fluchttiere sind. Die habe ich auch aussortiert, weil es soll ja wirklich jeder die Chance haben, auch einen Kampf zu gewinnen. Weil wenn man dann Gallimimus bekommt, dann ist man ein Opfer. Früher oder später stirbt man dann, weil man hat selber keine Attacke und kann selber den Gegner nicht besiegen. Und deswegen habe ich auch diese aussortiert. Ich hoffe, ich habe da keinen Fehler gemacht und habe einen drin gelassen bzw. aussortiert, der auch kämpfen könnte, aber ich glaube nicht. Ihr habt sie jetzt ja einmal alle gesehen. Und letztendlich nehmen dann teil die Pflanzenfresser, die zurückschlagen, also die auch kämpfen können. So wie es wie der Ankylosaurus, Chunkingosaurus, Chasmosaurus, die sollten eigentlich alle kämpfen können. Und da sind noch viele, viele weitere drin. Ihr habt es ja gesehen, das sind insgesamt 18 Stück. Den Stapel werden wir einmal mischen. Das hier sind die Pflanzenfresser. Und dann haben wir natürlich die großen Fleischfresser. Wer kennt sie nicht? Allosaurus, Baryonyx, Carcharodontosaurus, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Carnotaurus und so weiter und so fort. Da sind eigentlich alle drin. Die werden auch alle gegeneinander kämpfen, da bin ich mir sehr sicher. Und auch diesen Stapel nehmen wir. Und wir werden jetzt in jedem Kampf, damit wir auch auf jeden Fall einen Sieger haben, werden wir in jedem Kampf zwei Fleischfresser ziehen. Das heißt, von dem oberen Stapel hier werden wir zwei ziehen und einen Pflanzenfresser.
Das heißt, wir werden immer einen Kampf zwischen zwei Fleisch- und einem Pflanzenfresser haben. Der Pflanzenfresser hat natürlich klar den Nachteil, aber ich könnte mir vorstellen, wenn die beiden Fleischfresser als erstes gegeneinander kämpfen und dann der Pflanzenfresser dann danach kommt, könnte er sogar gewinnen, indem er abstaubt. Also ich glaube, das könnte spannend werden. Und ich würde sagen, ich ziehe jetzt einfach mal die ersten beiden Fleischfresser für unser erstes Duell hier. Und da haben wir zum einen den Carnotaurus. Okay, sehr, sehr, sehr interessant. Und der zweite Kontrahent, ich mische nochmal, ja, sicher, sicher. Der zweite Kontrahent in unserem ersten Battle ist der Suchomimus. Ich glaube, die beiden sind von den Werten her ziemlich, ziemlich nah aneinander. Und der Pflanzenfresser in unserem Duell, das wird sein, ich mische auch hier nochmal, das ist der Nodosaurus. Oh, interessant. Ich glaube, der Nodosaurus hat in unserem Livestream, als wir das Battle Royale gemacht haben, auch teilgenommen. Und der ist, glaube ich, gar nicht so schlecht abgeschnitten. Also ich glaube, der ist ziemlich weit gekommen. Also das hier wird der erste Kampf werden. Der Carnotaurus gegen den Suchomimus und gegen den Nodosaurus. Und der Gewinner davon kommt dann ins Halbfinale. Und falls ihr einer dieser drei sein möchtet, dann müsst ihr einmal unten in die Kommentare schreiben Hashtag Carnotaurus, falls ihr der Carno sein wollt, Hashtag Suchomimus oder Hashtag Nodosaurus. Ich weiß, ihr werdet jetzt wahrscheinlich beide oder alle, fast alle diese beiden hier schreiben, weil die einfach die Favoriten sind. Aber die Chance ist höher, den hier zu bekommen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Bedenkt das bitte und entscheidet euch bitte für einen. Also falls ihr schreibt Hashtag Carnotaurus einen Kommentar, Hashtag Suchomimus einen Kommentar und Hashtag Nodosaurus, dann werde ich euch komplett aussortieren und dann werdet ihr leider nicht drankommen können. Also seid bitte fair, entscheidet euch für einen dieser Dinosaurier und schreibt einfach den Hashtag und den jeweiligen Namen unten in die Kommentare. Und mit etwas Glück könnt ihr dann einer dieser Kontrahenten sein. Und wenn ihr das ganze Format hier gewinnt, dann gewinnt ihr auch einen echten Preis. Und was das sein wird, das weiß ich noch nicht, das werde ich mir noch überlegen, ist ja noch ein bisschen hin. Und ich hoffe, dass ihr Bock auf dieses Format habt. Ich habe mega Bock drauf. Lasst mir ein Feedback da, ob ihr euch darauf freut oder nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im ersten Kampf. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.